Das für sich bedeutet im Prinzip, dass ihr beschriebenes Szenario oder es unterstreicht ihr Szenario. Also jetzt Genau. Israel und Ukraine wird ganz Genau. langsam. Man wird da diesen Krieg mit Ukraine aussterben lassen, sozusagen. Oder die Amerikaner werden sicher ein Hintergrundkampf machen, dass die Bedingungen der Verhandlungen mit Ukraine nicht zu viel NATO benachteiligt, sozusagen, einfach ausgedrückt. Aber die Amerikaner haben jetzt verstanden, dass die Sache ist einfach verloren, militärisch, politisch vermutlich auch. Man muss auch nicht vergessen, dass im Zusammenhang mit diesen beiden Konflikten die einzige Person heute, die in der Lage ist, gleichzeitig mit Netanyahu, mit Raisi in Iran oder mit der Hamas reden kann, ist Wladimir Putin. Er ist der Einzige, der das kann. Die Amerikaner haben jetzt, man hat das mit dem Besuch vom Blinken in Nahost vor kurzem, oder dass sein Besuch oder sein Gespräch mit Al-Sisi in Ägypten ist ganz schlimm gegangen. Der König von Jordan wollte einfach nicht mit Blinken reden. Und als Blinken in Saudi-Arabien gegangen ist, Mohammed bin Salman hat ihn während einer Nacht warten lassen, bevor ihn zu treffen. Das heißt, dass die Amerikaner haben festgestellt oder die stellen fest, dass ihren Einfluss im Nahost hat sich drastisch verändert, und zwar ist viel schwacher geworden. Das heißt, dass die Wichtigkeit von Israel hat, die Bedeutung von Israel hat gewachsen damit. Aber das zeigt auch, dass wenn etwas passiert, wenn Israel angegriffen wird, das könnte natürlich etwas viel schlimmer sein als vor 2 oder 3 Jahren zum Beispiel. Weil man sieht schon in der ganz arabischen, ich kann nicht unbedingt arabische Welt, sondern sogar die muslimische Welt, weil Iran jetzt ist auf der Seite der Saudis sozusagen, oder? Und da sieht man, dass es gibt viel mehr Einheit oder Einigkeit in dieser muslimischen Welt als vorher. Der sogenannte Rest der Welt ist hinten die Palästinenser. Die haben das deutlich gezeigt. Und der Resultat, und das war ein Nebeneffekt vom Ukraine-Krieg, dass der West hat sich isoliert vom Rest der Welt, im Grunde genommen.